Guten Morgen! Nachdem wir durch den Nazi-Talk der flachen Erde und den vielen tiefergehenden Themen unsere Emotionen in den letzten Tagen ganz schön strapaziert haben, dachte ich, mache ich heute mal etwas ganz Relaxtes. Und zwar möchte ich mit Euch über die Zeit reden, wo ihr entspannt da liegt und eure Gedanken durch was auch immer einfach nur kreisen lasst. Also wo ihr einfach nicht die Kraft findet oder sie bewusst nicht finden wollt, bewusst zu sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch immer wieder deutlich herausstellen, dass ich eben auch mich bewusst für diese Phasen entscheide. Das heißt, ich lebe nicht mit dem Ziel, wirklich 100% bewusst zu sein. Ja, kann man so sagen, aber ich entscheide mich eben bewusst auch für die Unbewusstheit. Passend zum Thema Fanatismus und Extremismus. Wer das Thema noch nicht gesehen hat, oben in den Infokarten. Da gehört es einfach dazu, dass man auch und dass ich auch durchaus ein paar Mal die Woche eine Serie anschaue. Und bei mir gehört allerdings nicht YouTube-Serien dazu, weil YouTube ist für mich eher so Wissen und wenig mit Unterhaltung, weil da einfach die Qualität fehlt. Und ja, und von daher, von der Qualität her, von der unbewussten Unterhaltung, da kommt für mich nichts ran an diese vielen amerikanischen Serienformate, die ich auch teilweise viel besser finde als die Kinofilme. Andere Länder produzieren natürlich auch interessante und amüsante und spannende Serien, aber Amerika ist das, was die Quantität und die Qualität angeht, für die Unterhaltung, also für die Serienkultur, meiner Meinung nach unerreicht. Also lasst uns heute mal über so etwas Profanes reden, wie durch welche Serien habt ihr Euch am besten unterhalten gefühlt. Und da ich selber auch wegen meiner vielen Projekte jetzt ein paar Wochen gar keine Zeit mehr gehabt habe und auch gar keine mir keine Zeit mehr für die Serien genommen habe, wo ich das gerne tue, aber ich wieder die Lust darauf spüre, mal eine interessante oder unterhaltsame Serie wieder mich gefangen nehmen lassen, mein Bewusstsein ergreifen zu lassen, würde ich mich gerne durch Euch inspirieren lassen und auch selber kurz meine Serien vorstellen, die mich besonders gut unterhalten haben. Da wäre als erstes natürlich Breaking Bad zu nennen. Das ist eine Serie, die eigentlich auf allen ernsthaften All-Time-Chartlisten für Serien ganz ganz oben steht. Walter White, ein Chemielehrer und seriöser älterer Herr, bekommt eine Krebsdiagnose und entscheidet sich nicht dafür, der veganen Ernährung eine Chance zu geben, sondern rutscht ins kriminelle Milieu ab. Wobei abrutschen, ja, ist der falsche Ausdruck. Er entscheidet sich mehr oder weniger bewusst dafür. Ausgehend von dieser bizarren Situation erwächst eine Charakterstory, die wirklich dramatisch, spannend und unhumorvoll ist. Diese Kombination ist auch hat sich eigentlich so als Erfolgsgarant in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Serienkultur etabliert. Quasi in dasselbe Horn bläst meine Zweitlieblingsserie, und zwar The Wire. Auch wenn diese Serie wohl für ein Serienformat ziemlich authentisch, fast zu authentisch rüberkommt, ist es wahrscheinlich diese Authentizität, die diese Serie wirklich so gnadenlos empfehlenswert macht. Hier geht es um die Drogenszene in Baltimore, die aus zwei Seiten beleuchtet wird, was alles thematisch relativ unspektakulär, einmal aus der Sicht der Polizei und einmal aus der Sicht der Drogenszene. Aber hier wird einmal mehr deutlich, wie sehr gut und schlecht relative Begriffe sind und dass in erster Linie jeder Mensch ein Mensch ist. Ja, dass jeder Mensch ein Mensch ist, mit Gefühlen und mit Wünschen. Und ja, ebenfalls ganz großes Charakterspektakel und absolut sehr sehr empfehlenswert, The Wire. Die erwähnten Serien übrigens verlinke ich Euch übrigens auch alle nochmal unten in der Infobox, weil ich kann sie wirklich hier nur ganz ganz kurz anreißen und meine Empfehlung aussprechen, aber wer mehr Details und auch Erfahrungen möchte, der findet sie dann unten in der Infobox. Die beiden Serien sind ja beide jetzt schon abgeschlossen und da gibt es aber jetzt noch eine dritte Serie, die auch ähnlich charakterstark und menschlich daherkommt und wo auch eben gut und böse so ein bisschen verschwimmen und dies meiner Meinung nach auch bewusst so initiiert ist. Und zwar ist das die Serie True Detective. Auch da geht es darum, wie Menschen in Situationen handeln, wenn sie nach ihrem Gefühl agieren und nicht nach gesellschaftlichen Konventionen. In True Detective geht es eben um Polizisten, die selber über den Grad der Legalität, also der gesellschaftlichen Konvention, hinausgehen, um ihr persönliches Bedürfnis an Aufklärung oder Gerechtigkeit nachzugeben.
Man sieht hier schon, dass Serien durchaus trotz des Unterhaltungsaspektes das ein oder andere kleine Gimmick für den bewussten Geist bereithalten. Was man allerdings bei meiner vierten Empfehlung eigentlich wirklich gar nicht behaupten kann. Das ist pure Unterhaltung und eigentlich komplett ohne Lerneffekt. Und ja, also da ist wirklich eigentlich quasi außerhalb der Spannung nichts enthalten. Und zwar die Serie 24. Das ist so das Paradebeispiel für durchaus billige Unterhaltung, aber brillant umgesetzt. Da sitzt man davor und ist einfach nur noch im Flow der Serie. Allerdings wirklich nur dann, wenn man geistig auch wirklich abschalten kann und sich auf die Fiktion der Serie einfach auch mal einlässt. Und ja, das wäre 24. Meine fünfte Empfehlung und damit auch letzte Empfehlung für heute ist Shameless. Allerdings die US-Version, wohlgemerkt, gibt es auch eine aus Großbritannien, die Originalversion. Die US-Version ist eine Adaption sozusagen der britischen Originalserie. Hier wird überspitzt dargestellt, wie frei und glücklich auf der einen und wie beklemmend und kämpferisch man auf der anderen Seite in einem System als Unterprivilegierter sein Leben meistert. Diese Serie ist, was schwarzen Humor angeht, eine Liga mit den Monty Pythons und ich habe sie geliebt. Sowohl die Monty Pythons als auch die Serie. Und ich glaube sogar, dass auch noch eine weitere Staffel in Auftrag gegeben wurde von Shameless, dass sie also noch aktuell ist. Es gibt aber schon 5. Ja, das wären so meine 5 Empfehlungen an euch, die ich wirklich bedenkenlos empfehlen kann. Und ja, generell kann ich auch nur in das Horn vieler O-Ton-Liebhaber blasen und sagen, dass die Serien wirklich noch einmal einen noch größeren Charme haben, wenn man sie in Originalsprache anhört. Man kann sich ja die deutschen Untertitel und oder auch die englischen auch anzeigen lassen. Genauso mache ich das auch. Erstens frischt man dadurch auch sein Englisch wieder auf. Oder erlernt es neu, wenn man es noch nicht kann. Und zweitens bekommt man eben viel mehr an Untertönen mit. Und auch die Charakter tun sich viel mehr rauskristallisieren, als wenn man die synchronisierte Fassung sich anhört. Probiert es aus. Gerade bei Charakterserien ist dies schon ein richtig großer Unterschied auch in der Wahrnehmung der Serie. So, und um den Unterhaltungsaspekt treu zu bleiben. Wieder Let's Talk. Die beiden letzten waren ja sehr polarisierend aufgrund der Thematiken, aber eure Themen, eure Sendung. So, also, was haltet ihr von den Serien, die ich vorgestellt habe und dient das nur der Unterhaltung für euch oder kann man da eventuell auch was mitnehmen, so im Nachgang vielleicht? Verzichtet ihr komplett auf Unterhaltung per YouTube und Serien, Filme und alles was so medial, was man so konsumieren kann? Was sind eure Lieblingsserien und bei welchen Serien fragt ihr euch, wie kann man sich eigentlich nur sowas anschauen? Vielleicht sind das auch die ich genannt habe. Also ich bin gespannt auf eure Gedanken und freue mich auf eure Inspirationen. Meinen Geschmack kennt ihr ja nun und ich bin auf euren gespannt. Wir sehen uns ja dann entweder in den Kommentaren oder morgen im Video wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.